In diesem Video geht es um Themen wie Depression, selbstverletzendes Verhalten und Suizidgedanken. Und Hilfsangebote findet ihr in der Videobeschreibung. Depression, Selbstverletzung, Suizid. Zu all dem finden sich Videos auf TikTok. Ach du Scheiße. Mit krassen Auswirkungen für Betroffene. In irgendeiner Art triggert mich das, weil da halt viele sind, die dann die ganze Zeit darüber reden, wie oft sie sich schon selbst verletzt haben und halt auch Bilder davon zeigen. Gemeinsam mit einem Team aus DatenjournalistInnen decken wir auf, wie der TikTok-Algorithmus solche Inhalte pusht. Und ich habe das selbst getestet und geschaut, was das mit mir macht und habe einen ganzen Tag nur TikTok konsumiert. Willst du, dass ich wegen euch sterbe? Oh, ist das schlimm. Oh Mann. Und eine Psychotherapeutin wird uns erklären, was das eigentlich alles mit unserer Psyche macht. Also ich schätze das als gefährlich ein. Mein Name ist Ariane Alter und ich liebe TikTok. Der ist wirklich sehr witzig. Kennt ihr den? Ja, der ist wirklich gut. Er ist schon Kutscher, finde ich auch gut. So ganz besonders und jetzt kommt... Nope. 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 Da gibt es ja auch so ganz witzige Sachen mit, dass da, was weiß ich, jemand in der Wüste plötzlich popelt oder sowas. Mir zeigt TikTok meistens witzige bis seltsame Videos. Trauriges oder Gewalt wird mir kaum angezeigt und wenn, wische ich es weg. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt. Denn das soll sich heute ändern. Der Plan ist, dass ich heute sehr, sehr lange TikTok konsumiere. Und zwar auf ein Thema gerichtet. Ich will es heute darauf anlegen und herausfinden, wie viele Videos TikTok mir zeigt, in denen es um selbstverletzendes Verhalten und Suizid geht, sogenannten Self-Harm-Content. Davon soll es auf der Plattform nämlich sehr viel geben. Und das, obwohl in den Community-Guidelines klar steht, Inhalte, in denen Suizid oder Selbstverletzung verharmlost oder verherrlicht werden, sind verboten. Und noch schlimmer, der TikTok-Algorithmus soll solche Inhalte extrem pushen. Wie, erzähle ich euch gleich. Ich habe ein bisschen Angst. Erstens, wenn da rauskommt, ja, der Algorithmus macht exakt das. Finde ich sehr, sehr schlecht. Und ich habe auch Angst, was es mit mir macht. Aber ich mache dieses Experiment nicht alleine. Da ist er! Hallo! Corinna ist Datenjournalistin beim Bayerischen Rundfunk. Sie und ihr Team führen mein Experiment parallel auch noch mal in größer durch. Also, ich habe dir heute was mitgebracht. Ja, geil! Und zwar das Testhandy. Bitteschön. Das Handy ist frisch aufgesetzt und der TikTok-Account nagelneu. Das heißt, der Algorithmus weiß noch gar nicht, was du magst oder was dich interessiert. Und dann finden wir raus, wie schnell kommt man eigentlich an diesen Content, wie häufig wird einem das angezeigt und gibt es sogar eine Art Rabbit-Hole-Effekt. Also kann es sein, dass man einfach zu schnell da reinrutscht und dass man gar nicht mehr rauskommt, weil man die ganze Zeit nur noch mit Self-Harm-Content zugeballert wird. Rabbit Hole heißt auf Deutsch Kaninchenbau. Das würde heißen, am Anfang zeigt mir TikTok vielleicht vereinzelt ein paar Videos mit Depri-Stimmung an. Schaue ich die an, denkt TikTok, ah, das scheint Ari zu interessieren, davon zeige ich ihr immer mehr. Und zieht mich so immer weiter und immer tiefer in den Kaninchenbau. Also in immer düsterere Themen. JournalistInnen vom Wall Street Journal behaupten, sie hätten diesen Effekt schon nachgewiesen. Aber die Kolleginnen haben dazu in ihrem Experiment einen Computer automatisiert swipen lassen. TikTok sagt dazu, so ein Computer verhielte sich anders als ein Mensch und bezweifelt deswegen die Aussagekraft des Experiments. Deshalb testen wir das jetzt mit echten Menschen. Sie hier ordnet mein Experiment übrigens auch noch psychologisch ein. Psychotherapeutin Anke Glasmeier, selbst sehr aktiv auf Social Media. Sie sagt, falls es ein Rabbit Hole gibt, wäre es vor allem für Menschen gefährlich, die schon Erfahrungen mit selbstverletzendem Verhalten gemacht haben. Betroffene haben ja meist eh schon ein negatives Bild auf sich selbst und auch auf die Welt. Und wenn sie dann die ganze Zeit auch so einen negativen Feed konsumieren, bestärkt das die eigene Wahrnehmung nochmal. Was dazu führen kann, dass die Gedanken sich noch verschlimmern, dass Verhaltensweisen sich verstärken und dass die Menschen tatsächlich einfach stark runtergezogen werden. Wie zum Beispiel Svenja, die ich später noch treffen werde. Und für die auf TikTok hinter jedem Swipe ein potenzieller Trigger steckt. Und das kann einen halt wirklich bis zum Tod führen. Corinna zeigt mir, wie ich den Algorithmus prime, also ihm klar mache, wofür ich mich interessiere. App auf! Genau, jetzt haben wir
einen jungen Herrn, der tanzt. Das finden wir nicht. Ich finde es sehr traurig, wie er sich da bewegt, aber das wollen wir nicht, deswegen weg. Denn ich will ja dem Algorithmus vorspielen, dass ich mich für traurige Inhalte interessiere. Happy Videos wische ich also weg. Traurige Clips und Videos zur Selbstverletzung soll ich mir mehrmals hintereinander anschauen, wenn sie in meinem Feed auftauchen. Die ersten 5 Videos sind harmlos. Bis... Wenn deine Eltern mehr als eines dieser Dinge zu dir gesagt haben, tut es mir leid. Genau, und jetzt lohnt sich vielleicht ein Blick in die Kommentare. Mhm. Womit habe ich das verdient zum Beispiel? Willst du, dass ich wegen euch sterbe? Ach du Scheiße. 6 Videos hat es gedauert, bis das erste Video kam, wo ich finde, dass es eindeutig sehr trauriger Content ist. Ja, das war schnell. Im nächsten Schritt gebe ich mit Hilfe von Corinna Hashtags ein, hinter denen sich traurige Inhalte und Inhalte mit Selbstverletzung verbergen sollen. Das werde ich ab jetzt jede Stunde einmal machen. Die Hashtags nenne ich euch nicht, denn ich will sie nicht promoten. Oh, fuck. Da sind wir jetzt genau drin, ne? Mhm. In dem gezeichneten Video ist ein Körper abgebildet, der mit Schnittwunden übersät ist. Das ist ja schon sehr bedrückend, wenn man sich das anschaut. Das merke ich ja selber auch, dass einen das schon in eine niedergeschlagene Stimmung versetzt. Ne? Also, dass das schon etwas mit einem macht. Solche Videos soll ich mir jetzt also mehrmals ansehen und die Kommentare lesen, damit der Algorithmus denkt, dass ich mich dafür interessiere. 10.440 Kommentare. Boah. Nächstes Video. Eine Filmszene, in der sich ein junges Mädchen absichtlich stark verletzt und blutet. Ja, das ist ja schrecklich. Also es ist schon so, dass wenn jemand nicht stabil ist und sich dann mit solchen Inhalten beschäftigt, immer wieder selbstverletzendes Verhalten sieht, dann kann das dazu führen, dass die Person halt langsam, aber stetig möglicherweise in einen Rückfall reinschlittert. Wir speichern heute übrigens alle Videos, die mir TikTok zeigt, damit Corinna und ihr Team sie im Anschluss auswerten können. Heute Abend komme ich vorbei und dann nehme ich das Handy wieder mit. Da freue ich mich, dass du kommst. Ja, mal sehen, wie es dir geht. Die Zwischenzeit, glaube ich, wird hart. Ja. Jetzt bin ich wieder auf der For You-Page und schaue mal, ob sich der Algorithmus jetzt schon angepasst hat. Erstmal sieht das meiste ziemlich harmlos aus. Kochen, Liebe, Corona und irgendein Blödsinn. Aber dann? Wer einen Tag mit dieser Krankheit aussehen kann, und die Krankheit ist Depression. Nachts plötzlich Ausbrüche von Traurigkeit. Also, er hasst Schule, zurückschreiben, meine Generation, mein Social Media. Single sein ist geil und chillig, aber nur bis 22 Uhr. Nächster Absatz. Aber Bruder, ab 22 Uhr kommen solche Depressionen, die hat man noch nie erlebt. Man denkt dann über sein ganzes Leben nach. So machst du jemandem Angst. Hör mitten im Satz auf zu reden und schau hinter die Person. Yes, I'm smiling, but inside I'm dying. Wie lange ist denn das jetzt her? 45 Minuten. Ja. 45 Minuten und jetzt ist der Großteil nur noch traurig. Wie geht's dir denn jetzt damit? Also, mir macht das überhaupt keinen Spaß. So, also, ich finde erstens krass, dass das so schnell geht. Und ich bin schon ziemlich down jetzt, ne? Also, ich merke richtig, wie mein Körper und mein Geist denken, oh, bitte nicht, warum? Dabei halte ich mich noch für psychisch ziemlich stabil. Ich will wissen, was solche Videos mit jemandem machen, bei dem das anders ist. Ich treffe jetzt Svenja. Sie hat nicht nur Erfahrung mit selbstverletzendem Verhalten, sondern auch mit TikTok. Und wenn ich mir überlege, wie ich mich gefühlt habe als nicht betroffene Person, als ich mir das Ganze angesehen habe, bin ich jetzt sehr gespannt, was sie sagt, wie sie sich fühlt. Svenja ist 19 und heißt in Wahrheit anders. Sie will anonym bleiben. Als Teenagerin ist sie an einer Depression erkrankt. Ich war ungefähr 14, als es anfing, dass es mir immer schlechter ging. Das hat sich dann über die Jahre irgendwie immer angestaut und immer weiter verschlechtert, weil ich halt nicht drüber geredet habe, bis ich dann irgendwann mich selbst verletzt habe. Und was hat dir die Selbstverletzung in der Phase gebracht? Also
Am Anfang war es, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, woher ich das hatte. Irgendwann habe ich einfach damit angefangen und es hat mir halt, also in dem Moment, wo ich es gemacht habe, hat es halt irgendwie Glücksgefühle ausgeschüttet. Viele Betroffene spüren in dem Moment einen total unangenehmen emotionalen Schmerz, eine starke Anspannung. Und da ist eine Selbstverletzung ein Ventil, um diese körperliche Anspannung zu reduzieren. Und ein körperlicher Schmerz ist da angenehmer als dieser emotionale Schmerz. Genau, am Anfang waren das halt so kleine Kratzer. So. Also da habe ich auch noch Narben von, aber es sind halt wirklich, die fallen kaum auf. Und irgendwann habe ich es halt so schlimm gemacht, dass es auch jedes Mal genäht werden musste im Krankenhaus. Und irgendwann bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo ich tatsächlich auch suizidale Gedanken hatte. Und dann auch versucht habe, mir mein Leben zu nehmen. Zum Glück hat Svenja damals im letzten Moment ihre Mutter angerufen und konnte gerettet werden. Heute ist sie darüber froh. Aber TikTok hat ihr bis vor ein paar Monaten noch regelmäßig Self-Harm-Videos gezeigt. In irgendeiner Art triggert mich das noch, weil da halt viele sind, die dann die ganze Zeit darüber reden, dass sie Suizidversuche hatten, was sie getan haben und wie oft sie sich schon selbst verletzt haben und halt auch Bilder davon zeigen. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mich da auch abgrenzen kann. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt so, weiß nicht, 3 Jahre zurückbeamen würde, dann könnte ich mich da überhaupt nicht abgrenzen. Und das kann einen halt wirklich bis zum Tod führen. Svenja macht sich Sorgen um Menschen, die in einer ähnlichen Phase sind wie sie damals und sowas sehen. Sie lebt jetzt in einer Wohngruppe und verletzt sich nicht mehr. Ihr geht es viel besser. Ich habe es nie geglaubt. Ich habe immer gesagt, nein, es wird nicht besser. Aber doch, es wird besser. Was hat dir geholfen? Reden. Absolut. Also drüber sprechen, was einen beschäftigt, was einen belastet, das ist auf jeden Fall hilfreich, weil man dann merkt, ich bin damit nicht alleine, jemand anders versteht mich oder jemand anders kann mir einen Ratschlag geben. Und deshalb ist ja auch Psychotherapie so hilfreich. Ne? Wir reden nicht nur, aber das ist auch ein großer Teil. Zurück beim Experiment suche ich nochmal nach Hashtags zu selbstverletzenden Inhalten. Mal sehen, ob sich das auf meine For You-Page auswirkt. Oh, ist das schlimm. Mit Symbolen werden Verletzungen von aufgeschnittener Haut dargestellt. So, jetzt gehe ich wieder auf meine For You-Page. Zweites Video. Denkst du darüber nach, dich selbst umzubringen? Mein Gefühl ist, es wird definitiv schlimmer. Die Anzahl von Videos, die sich um Selbstverletzungen, Depressionen und Suizid drehen, nimmt mit jeder Stunde zu. Der eine wird belogen, der andere wird verlassen, der andere fühlt sich als nicht wertig, der nächste verletzt sich selber, der nächste möchte sterben, der nächste ist stolz darauf, dass er sich nicht mehr verletzt, der nächste ist rückfällig. Ich bin vollkommen fertig. Da merkt man halt schon, was das auch mit uns Menschen macht. Ne? Wir sind emotionale Wesen, wir können uns schnell auch in anderen reinversetzen. Und wenn ich den ganzen Tag halt nur negative Nachrichten konsumiere, sei es jetzt auf TikTok oder sonst irgendwie auch in anderen Medien, dann macht das was mit uns. Dann verändert sich der Blick auf die Welt und wir denken irgendwann, boah, irgendwie ist ja alles nur grau und schwarz und negativ. So. Und das beeinflusst dann auch die bestgelaunteste Person. Gleich habe ich einen Termin zu einer Puls-Reportage-Vertonung. Ich hoffe, das klappt, so schlecht gelaunt, wie ich inzwischen bin. Oh Mann. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viele Menschen, die wirklich leiden, gesehen wie in den letzten 2 Stunden. Ah. Hallo. Heute ist nicht so ein Tag, sag ich. Vielleicht klingt das in der Stimme. Chip und Registrierung sind vor allem dann ganz wichtig, falls Wolfgang jemals verloren geht. Das hat sich trotzdem ein bisschen gehetzt angehört. Ja. Ja, vielleicht machen wir es noch einmal ein bisschen mehr mit Ruhe. Okay. Im gleichen Jahr konnten mehr als... Doch, konnten, war richtig scheiße. Nochmal. Damit das gelingt, gibt es beim Tasso... Beim... Doch. Damit das gelingt, gibt es beim Tasso...
Mann, ich will immer Tasso-Tierschutz sagen. Ich glaube, es hat mich schon sehr belastet und das spürt man so. Also man merkt, irgendwas es geht nicht so, wie ich gerne hätte. Und weiter geht's. Mir fällt auf, dass einige der sehr traurigen Profile ziemlich jung sind. Wie alt ist die? 12, 13? Der Altersdurchschnitt ist bei TikTok übrigens allgemein ziemlich jung. Knapp 30% aller NutzerInnen sind zwischen 13 und 17. 38% sind unter 24. In der Phase ist man ganz stark beeinflussbar, lässt sich schnell in irgendeine Ecke drängen und ist auch sehr von Meinung anderer abhängig. Dann gibt es ein Video aus der Perspektive von jemandem, der in einem Krankenwagen mitfährt, also als Patientin. Und daneben steht, dass es sich um einen gescheiterten Suizidversuch handelt. Puh. Kurz danach kriege ich ein Video mit offenen Wunden angezeigt. Frische Wunden können dazu führen, dass Betroffene, die sich vielleicht vor längerer Zeit mal selbst verletzt haben oder die jetzt gerade instabil sind, dass das dazu führt, dass die sich wieder an ihre Zeit zurückerinnert fühlen und dass da so eine Art Sehnsucht entstehen kann. Anke Glasmeier sagt, an sich ist Aufklärung über psychische Krankheiten auf Social Media sinnvoll. Aber eben nicht in so einer negativen Form, in der konkrete Verletzungen und Handlungen gezeigt werden. Gerade in der letzten halben Stunde, finde ich, hat es noch mal richtig angezogen, dass ich das Gefühl habe, mir werden kaum noch Videos angezeigt, die nicht von Self-Harm handeln oder von Traurigkeit. Ich bin echt fertig. Seelisch bin ich fertig. Bin traurig. Also ich hoffe, die Corinna ist eine pünktliche Person. Je früher die kommt, desto schlimmer, desto besser ist es hier, dass das hier endlich vorbei ist. Corinna, du bist da. Corinna, schön dich zu sehen. Hier, bitte, nimm's doch schnell. Das war ja zum Kotzen. Ja? Ja, war richtig scheiße. Okay. Ja, ich bin super gespannt, was die Analyse deines TikTok-Tags heute. Ja, wir sehen uns nächste Woche bei der Auflösung sozusagen, ja. Was ihr daraus gekriegt habt. Danke für deinen Einsatz, Ari. Bis nächste Woche. Ja, danke, tschüss. Ciao. Oh, ich fühle mich so befreit, Leute. Auch eine Woche später habe ich die Videos immer noch im Kopf. Gefühlt bin ich im traurigen Kaninchenbau gelandet. Aber was sagen die Daten? Jetzt ist die Frage, stimmt mein ganz subjektives Gefühl von meinem Experiment, dass ich immer mehr in selbstverletzendes Verhalten und Depressionen, diese Thematiken reingezogen werde vom TikTok-Algorithmus? Jetzt kommt das BR-Data-Rechercheteam und die erklären mir, was sie herausgefunden haben. Hallo. Corinna hat ihren Kollegen Marco mitgebracht. Er hat die Daten ausgewertet. Setzt euch hin, ich bin gespannt. Ja, Marco hat die Daten ausgewertet von unserem Experiment und von deinem. Wir haben versucht, es quasi so ein bisschen grafisch darzustellen. Die Auswertung zeigt, meine reine Screenzeit über den gesamten Tag betrug mehr als 4 Stunden. In der Zeit habe ich mir ganze 650 Videos angeguckt. Marco hat sich im ersten Schritt die Hashtags angeschaut. Das Ergebnis? TikTok hat relativ schnell gemerkt, dass ich mich für diese Themen interessiere und meine For You-Page daraufhin angepasst. Am Anfang hatten die Videos nur vereinzelt einen bedenklichen Hashtag. Nach etwa 80 Videos tauchten sie etwas öfter auf. Und nach ca. 150 Videos waren sie regelmäßig auf meiner For You-Page zu finden. Am Schluss hatten 25% aller meiner Videos einen bedenklichen Hashtag. Aber es gibt ja auch belastende Videos ohne Hashtag. Deswegen hat Marco sich die letzten 30 Videos nochmal einzeln angeschaut und bewertet. Da sind wir dann drauf gekommen, dass eben 68% der Videos tatsächlich eigentlich aus dem Content sind, also aus diesem Content-Bereich sind. Ach krass. Also kann man sagen, dass am Ende meines Experiments 68% von meinem ganzen Feed quasi Depression oder Schmerz oder selbstverletztes Verhalten war. Ja. Genau. Wir haben uns ja am Anfang gefragt, gibt es bei TikTok ein Rabbit Hole, also quasi sozusagen einen Sog in den Content rein? Ja, gibt's. Ja, gut.
Und das bestätigt auch das Experiment der KollegInnen. Die haben parallel 4 weitere Testaccounts angelegt und das Gleiche gemacht wie ich. Das Ergebnis? Von den 4 Accounts ist nur ein Account nicht in einem traurigen Rabbit Hole gelandet. Die anderen 3 schon. Auch hier haben sich Marco und das Team die letzten 30 Videos genauer angeschaut. Beim ersten Account lag der Anteil an traurigen bis hin zu wirklich bedenklichen Videos bei 73%. Beim zweiten Account bei 77% und beim dritten waren es sogar 83%. Heißt, wer nach düsteren Inhalten sucht, zum Beispiel weil er oder sie gerade in einer depressiven Episode steckt, kann in so einem Rabbit Hole landen. Also ich schätze das als schon als gefährlich ein. Denn wenn eine Person halt immer wieder nur das Negative sieht und da in so eine Abwehrspirale reingedrängt wird, dann kann das unvorhersehbare Folgen haben. Was sagt TikTok zu diesen Ergebnissen? Wir schicken einen Fragenkatalog. Wir fragen zum Beispiel, wieso überhaupt so viele Self-Harm-Videos auf der Plattform zu finden sind, obwohl die doch laut den eigenen Richtlinien verboten sind. Und wir wollen wissen, ob TikTok vom Rabbit Hole-Effekt weiß und was das Unternehmen dagegen unternimmt. In der Antwort geht TikTok auf viele unserer Kritikpunkte nicht ein. TikTok verweist darauf, dass sie zwischen Oktober und Dezember 2021 86 Millionen Videos gelöscht haben. 7,4% davon kamen aus dem Bereich Suizid, Selbstverletzungen und gefährliche Handlungen. Zum Rabbit Hole heißt es, wir arbeiten auch daran, zu erkennen, ob unser System versehentlich nur sehr begrenzte Arten von Inhalten empfiehlt, die zwar nicht gegen unsere Richtlinien verstoßen, sich jedoch negativ auswirken können. Zum Beispiel Inhalte über Einsamkeit oder Gewichtsverlust. Ich muss sagen, ich finde es wirklich krass, was wir rausgefunden haben. Ich wusste, dass TikTok natürlich hier und da dich schon ins Thema reinzieht, aber so extrem, dass damit habe ich nicht gerechnet. Und gerade bei Videos mit selbstverletzendem Inhalt finde ich das schon richtig gefährlich. Und das, finde ich, müsste TikTok besser im Griff haben, um ehrlich zu sein. Die Frage an euch, die schreibt ihr mal am besten in die Kommentare. Reglementiert ihr euch, wenn ihr Social Media nutzt? Also sagt ihr, okay, die 1 Stunde und das ist genug? Oder gebt ihr euch da einfach lose Leine und lasst euch laufen? Könnt ihr mal hier unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr keine Pulsreportage mehr verpassen wollt, dann lasst doch einfach mal ein Abo da. Hier seht ihr einen Film zu Flüssignahrung, wie viel das bringt. Und hier seht ihr einen Film, ob dein Handy mithört, wenn es einfach nur auf dem Tisch liegt.